Hallo liebe Leute und herzlich willkommen auf dem zweiten Kanal. Hier geht's heute wieder los, Leute. Erstmal vielen Dank für den ganzen Support. Danke an jeden, der hier ein Like, der hier ein Abo da lässt. Weiß ich sehr zu schätzen. Vor allem jetzt, wo ich hier den zweiten Kanal wieder ein bisschen Leben einhauchen will und hier wieder regelmäßig hochladen will, ist super, super lieb von euch. Danke, Leute. Ich habe seit der letzten Folge einiges gemacht. Erstens, ich habe hier eine komplett andere Basis gebaut. Guckt euch das hier mal an. Ich habe mir halt diese eine Premium-Mod im Angebot geholt, diese Tech-Premium-Mod. Und dann dachte ich mir so, ich will da irgendwas mal mit rumprobieren, wie das Ganze aussieht, und irgendwie sieht es nicht so cool aus, wie ich dachte. Aber ja, das hier ist jetzt meine Base. Das wird auch erstmal meine Base bleiben. Ich brauchte was Größeres im Gegensatz zu dem, was ich vorher hatte. Und das hier ist es jetzt. Ja, sagt bitte einfach in den Kommentaren, dass es super schön ist, dass ihr selbst was Schöneres gesehen habt. Ich finde auch tatsächlich die Skins so auf den normalen Sachen, dass es so Tech-Sachen werden, die finde ich richtig, richtig cool. Aber ich glaube, an den Bausachen, ja, weiß ich auch nicht. Das holt mich nicht so ab. Wir haben in letzter Zeit sehr häufig vom Boss auf den Sack bekommen, Medusa. Und da dachte ich so, ey, ich fange mit Mutationen an. Ich mache den stärksten Teil nur Suchos und dann gehen wir rein da. Und dann ist das Ganze ein bisschen eskaliert und vielleicht möglicherweise habe ich eine Mod drauf gemacht für Mutationen und dann auf einmal habe ich gemerkt, hey, die macht komplett volle Mutationen und dann ist das hier passiert und wir haben hier diesen Dinosuchus bekommen, der 254 Damage hat, 254 Ausdauer hat und 254 Leben hat. Also fürs Kämpfen ideal. Also besser geht's eigentlich nicht. Und ich dachte mir, ich will es vielleicht noch ein bisschen mehr übertreiben. Ich habe ein paar Gene gesammelt, tatsächlich nicht so richtig welche, die man dafür gebrauchen kann vielleicht. Aber ich glaube, Heavy Hitting ist eins der besten, die man drauf machen könnte. Und ich glaube, Giant Slay theoretisch auch. Nur das Ding ist, da machen wir an kleinen Sachen nicht mehr so viel Damage und nur an großen Sachen. Aber ich will es auf jeden Fall austesten. Ich habe mit den Genen überhaupt noch nicht rumgespielt. Wir werfen jetzt gleich ein paar Babys raus, werfen da Healthy Hitting drauf und dann haben wir hoffentlich einen mit Max Damage, Max Leben, Max Ausdauer und dann noch Heavy Hitting und dann testen wir ihn mal aus. Ich will den besten Dinosuchus ever haben. So, wir werfen mal drei Babys raus, gucken mal, ob wir irgendeinen haben, der all diese Sachen hat und ich muss mich, glaube ich, ein bisschen beeilen. Verdammt. Okay, ich habe ganz vergessen, dass man da ein bisschen unter Zeitdruck ist, weil die werden bei mir super, super schnell groß. Du hast Damage, Gewicht, du hast kein Leben, du hast Leben, Damage, Ausdauer, du bist einer. Dich kann ich nehmen. So, und jetzt muss ich da drauf und dann da drauf und dann hat er das, oder? Und wie lange dauert sowas? Wie lange dauert dieser Prozess? Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. Okay, das andere Baby wird einfach groß. Wir machen einfach noch, machen wir Heavy Hitting? Das ist Heavy Hitting 1, machen wir auch noch drauf, denke ich. Und Giant Slaying, keine Ahnung. Der wäre vielleicht gut gegen Gigas oder so, ne? Ja, ich mache das einfach drauf. Ohne Witz jetzt, wird einfach drauf geworfen. Was soll jetzt hier, da, das kriegt er auch noch. Giant Slaying, Giant Slaying. Kann ich nochmal? Hier, da, nimm das auch noch. Und dann das hier gibt ihm so ein bisschen mehr Resistenz. Ich habe schon überlegt, ob wir das auch noch draufschmeißen. Das macht halt nicht mehr Damage, ne? Ah, hier Kingslaying. Was ist das denn? Ich glaube, wir waren zu spät. Ist er schon groß? Ne, er ist noch nicht groß. Irgendwie macht er das hier auch irgendwas. Has a dislike for important enemies. Weißt du was? Kingslaying auch noch drauf. Ich hoffe, dass der gleich gut reinschallert. Und hier haben wir jetzt unseren ausgewachsenen Dinosuchus, der alles Stats voll hat, die man gerne voll haben möchte. Und ich zeige euch mal kurz, er hat 75.000 Leben vom Start und 2.232 Melee Damage. Und ich werde jetzt gleich erstmal irgendwo drauf beißen und gelevelt und ich will wissen, wie viel Damage der macht. Also unter 30.000 wäre schon echt bad. So, aber ich glaube, ich mache jetzt an kleinen Sachen weniger Damage, oder? Der Dodo kriegt jetzt wahrscheinlich nicht so viel Damage. So, Gigabyte? 12.000? 12.000 ist schon übel kacke, oder? Habe ich was falsch gemacht? Normaler Biss? 4.700 hat der normale Biss gerade gemacht. Okay, das ist schon ganz nett, denke ich. Damit kann man anfangen. Ich mache jetzt nochmal Gigabyte hier an dem Schweig. Ich will den eigentlich ganz gerne in dieser Folge noch gegen den Giga kämpfen lassen. Und vielleicht so gegen Bosse sogar. Also nur diesen einen. Also ich würde den komplett alleine gegen Bosse kämpfen lassen. An Schweigs macht er halt echt nicht so viel Damage, ne? Headshot ist wahrscheinlich ein bisschen nicer. Wir müssen den halt auch noch leveln, ne? Das kommt halt dazu. Ich werde den jetzt gleich komplett ausleveln gehen. Und dann mal gucken, wie viel Damage der dann macht. Machen wir alles in Damage, weil der hat schon recht viel Leben, ne? Wie viel Leben kriegt der dazu? 5.000? Oh, das ist schon viel. Wir machen die 100.000 voll. Und Rest in Damage. Okay, ich finde gerade die ersten großen Sachen. Und ich würde sagen, wir laden mal auf. Ich habe ihn ausgelevelt. Rest komplett in Damage gepackt. Wie viel Schaden ist das jetzt? 20k, ich hätte immer noch mehr erwartet tatsächlich. 4000 normal, bis ist halt crazy. Also 4000 einfach mal so reinzuschallern ist schon krass. Ich mach noch mal ein Biss hier. Den Kampf werden wir mal eben schnell entscheiden hier zwischen den beiden hier. So, zack. 30
Da sind die 30.000, hä? Ich hab random 30.000 gesagt. Ich hab mit nichts vorher angeguckt. Den anderen habe ich nicht wirklich getestet oder so. Ich wollte das wie ich mit euch zusammen mache. Also das sieht so gestellt aus. Das hat genau hingehauen, was zum Teufel? Vielleicht mal so ein Headshot? Kriegt man so ein Headshot hin? 40.000, okay. 40.000 haben wir auch schon mal. Ich will irgendwie einen Headshot hinkriegen. 60.000! Okay, okay. Gefühlt wird das immer mehr. Warum auch immer. Das ist schon krass. Hä? Ich wollte sagen, hä, Fahrer, warum kippst du dich um? Ich will gegen den Giga kämpfen. 100 pro will ich gegen Giga kämpfen. Okay, ich habe über diesen natürlichen Feind gerade eingespawnt. Level 150 Giga. Der große Test. Wie wird sich unser Dinosaurus schlagen? Aber wenn wir einen guten Hit am Anfang reinbekommen, dann könnte es sein, dass 30.000 direkt weg sind. Oh mein Gott, er raged. Oh mein Gott, er raged direkt. Alter. Nee. Nee, das ist das. Okay, was für Giga. Leute, was für Giga jetzt. Ehrlich, ich sehe keinen. 150er Giga mit einem bis zum Rage gebracht. Oh, ist das ein Träumchen, ey. Und ich will nochmal sagen, das hier sind Vanilla-Stats, ne? Also ich habe nicht irgendwie meine Stats höher gestellt im Singleplayer oder so. Ich habe die genau an Vanilla angepasst. Von daher, schon crazy. So, ich glaube, wir übertreiben es jetzt mal komplett. Nämlich habe ich einen Yuti hier, kann gleich ein bisschen rumschreien. Boosten wir ihn erstmal komplett. Dann hat der Mate-Boost, dann hat er Imprint. Dann hat er alle Mutationen komplett voll. Dann hat er Trains drauf. Also viel besser geht's, glaube ich, nicht. So, der ist jetzt geboostet. Wir gehen jetzt hin. Ich will wissen, wie viel Damage er macht. Der Biss wird vorbereitet. Wie viel Damage ohne Headshot übrigens? 38.000 ohne Headshot ist schon ganz nett, würde ich sagen. Ich überlege, ob wir jetzt einfach eine Brutmutter oder sowas einspawnen und gegen die kämpfen. Ich würde es halt zu gern mal sehen. Dann setze ich mich auf Yuti und lass die beide einfach zusammen kämpfen. Okay, das war kurz gar nicht cool, weil ich war komplett stuck in der. Sie kommt hier rüber und ich glaube, meine Kollegen hier sind bereit für einen kleinen Kampf. Die hat 1,6 Millionen Leben, wenn man die einspawnt. Was sehe ich denn da? Warum ist das so viel? Das hat die normalerweise nicht, oder? Ist die normalerweise nicht so hohes Level? Das ist Gamma. Ich habe extra Gamma eingespawnt. Der Piss! 126.000 Schaden habe ich den da gerade wirklich gesehen. Oh Gott, ey. Das ist halt krass. Und gemoddet einfach. Ach so, ich brüll ja nicht mal. Leute, wenn sie auch brüllen, wie geht's denn eigentlich? Dir geht's gut, oder? Also, meinem einen geht's nicht so gut, weil der ist nicht mal gelevelt und der hat auch keinen guten Sattel drauf. Aber egal, muss auch nicht. So, ich glaube, lange macht die Mutter nicht mehr, weil gleich kommt, glaube ich, wieder ein dicker Bumper auf einmal. Ja, er legt, glaube ich, auf, oder? Ich lieb's. Ohne Witz, das ist das Beste überhaupt. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Versuch gemacht habe, weil das macht mich innerlich sehr glücklich. Und ich würde das auch gerne mit anderen Dinos testen, glaube ich. Ich weiß auch nicht was. Leute, was sollte man so richtig mutieren und mal gucken, wie stark das ist oder was man damit machen kann? Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr Ideen habt, gerne in die Kommentare. Dann mache ich das wahrscheinlich. Ich glaube aber, der Affe muss auch dran glauben. Nicht nur die Brutmutter hier. Der hat mehr als genug Leben. Da können wir ruhig noch eine Runde machen. Okay, es kann reingehen in die nächste Runde. Der Affe ist da. Mir nach. Meine beiden Krokodile. Ihr habt hier einen Gegner, den ihr weghauen müsst. Go, go, go. So, und ich brülle hier einfach wieder ein bisschen doof rum. Der ignoriert einfach komplett. Was? Was? Was habe ich da gesehen? Vor allem, es hat einfach gelaggt. Das war nicht normal, oder? War der normales Level? Ich habe nicht aufs Level geachtet. Ich habe nicht aufs Leben geachtet. So, da ist ein neuer 100. Der hat so wenig Leben. Der ist auf Level 20. Sind die Level random? Tut es, tut es. Zeigt, was ihr könnt. Ey, nicht die kleinen beißen, den großen, bitte. Das würde mir besser gefallen. Oh mein Gott. Ja, okay, die Level sind anscheinend random, wenn man die einspawnt. Und deshalb sind die dann nicht ganz so stark. Aber ich glaube, die Brutmutter war wahrscheinlich sogar stärker als normal, weil Gamma ist ja eigentlich echt easy. Junge, wie er den kleinen Affen da weggemampft hat, ey. Der Drache greift... Was ist los mit dem Drachen? Hallo? Ey, Leute, greift hier mal... Hallo? Warum ist der Drache... Der Drache ist anscheinend nicht bereit dafür, hier so rumzulaufen. Ah, okay, das ist ein bisschen unspannender, als ich es erwartet hatte, bin ich ehrlich zu euch. Ey, die haben halt auch diesen Broken Bones Effekt, der auch noch richtig Damage macht, ne? Ich bin echt begeistert. Aber ich würde fast sagen, das war's mit meinem kleinen Dinosuchus-Test. Der stärkste Dinosuchus, den ihr wahrscheinlich je irgendwo gesehen habt. Leute, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet, weil dann würde ich das auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüssi!